Hallihallo und Mahlzeit! Da sind wir wieder. What the heck? So, heute werden wir mal gucken. Let's go. Hier haben wir noch ein Video. The known universe, we have tens, perhaps hundreds of tens of explorers turning over rocks, documenting the local fauna, and uploading vast amounts of data for the Kindred science team. That's what I'm talking about. We assume a failure and or death rate of 15% across our various endeavors. So the fact that you're alive and receiving this message brings a warm glow to the hearts of the entire Kindred team. Bingo! We've got a winner! We would also like to take a moment to highlight Puff Puff Pasta 79. Not only has he stayed alive, but he's contracted this. Wow. What? Now, it may look painful, but this could hold the secret to curing some illnesses which continue to haunt our species, such as herpes simplex or rogue limb. So, good luck to you, Puff Puff Pasta 79. But enough chit-chat. Our analysis of which planets offer the best potential future home for humanity continues. And we have you to thank for it. Keep exploring. What? Okay. Sehr motivierend. So, hier haben wir mal Grub voll. Alles klar. Und dann schauen wir mal einen Questlog. Stelle den Schockfruchtstabilisator her. Stimmt, das wollten wir noch machen. Das machen wir. Und zwar brauchen wir noch ein bisschen Kohlenstoff. Und zwar, wo kann man denn am besten schnell Kohlenstoff bekommen? Würde ich sagen, wir schnappen uns vielleicht hier noch den Kartograf. Genau, und zwar können wir hier mal das machen. Zwei Experimente. Das ist ein bisschen doof. Falle 50 Meter und rette sich mit der Sprungdüse. Töte 5 Bodenkreaturen, während sie in der Luft sind. Das kriegen wir hin. Das geht ganz einfach. Rätselhafter Turm. Nein, da gehen wir nämlich hier wieder an Anfang. So. Nehme ich hier rechts. Mal schauen, ob wir das hier schon hinbekommen. Ansonsten machen wir das da weiter draußen. Ich glaube, das müsste hier auch gehen. Wenn wir die hochschlagen. Und dann in der Luft zerschießen. Ja, da haben wir einen. Super. Oh. Und hier können wir nämlich auch ein bisschen Kohlenstoff sammeln. Das war der falsche, Digga. Immer so knapp. Yes, da haben wir Nummer 2. Hohoho! Oh, ganz knapp!
Ah, das hat nicht gezählt, schade. Also es zählt nur, wenn man die hochkickt. So, ja. So zählt's. Ah, fast. Noch einen. Ah, shit. Wir haben 200 Kohlenstoff, haben wir auch bald. Jetzt haben wir's. Sehr gut. Bisschen Kohlenstoff und dann sind wir durch. Gut. Jetzt haben wir Kohlenstoff genug und das Experiment haben wir auch abgeschlossen. Gehen wir zurück. Und zwar hier ab ins Habitat. So, hier. Und dann haben wir Schockfrucht. Super gut. Nice. Dann können wir nämlich jetzt hier noch einen Orange holen. Und wir können jetzt noch das zweite Experiment probieren. Dafür brauchen wir Alpha-Mobs-Vögel. Auf jeden Fall ist es hier drüben. Erstmal hier links lang. Da können wir das eigentlich hinbekommen. Vielleicht wenn wir erst alle Mobsvögel anschießen. Oh, die sind sofort tot. Shit. Aber wenn wir sie schlagen, oder? Nee, dann sind sie auch sofort tot. What the heck? Na, auf jeden Fall hier unten können wir die Schockfrucht benutzen. Zack, zack, zack. Wo haben wir sie? Hier. Und zwar müsst ihr da oben drauf schießen mit der Schockfrucht. Zack. Und dann gibt es nämlich hier eine Orange. Hier gibt es ein bisschen Kohlenstoff. Und hier gibt es ein Alien-Fragment zum Scannen. Das können wir auch noch scannen. Das können wir auch noch scannen. Da auch noch was. Scannen wir mal ein bisschen. Das haben wir schon. So, dann probieren wir jetzt mal, ob wir alle Möpsis mit einem Alpha-Vogel hochjagen können. Hier sind jetzt gar keine mehr, oder was? Doch, da sind vier. Da ist auch der Alpha.
Ja, und Thomas? Doch, haben wir geschafft. Sehr gut. Also ist doch gar nicht so schwer. Mit Grob geht's. Super. Dann zurück zu Javelin. Dann können wir nämlich da auch noch ein paar Sachen aufleveln. Habe ich übrigens in meinem anderen Playthrough, den ich im Livestream, wo ich schon durch bin, habe ich übrigens die Experimente nicht geschafft, nicht gemacht. Weil ich die, hab die auch mal ausprobiert, aber hab die irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Beziehungsweise war mir auch nicht bewusst, wie wichtig die eigentlich sind. Das habe ich erst gemerkt, als ich dann schon durchs Spiel durch war. Dann fand ich es halt auch zu doof, da nochmal anzufangen. Deswegen, wenn ihr das auch spielt, macht ihr am besten gleich schon am Anfang. So, Ressourcen abgelegt, haben wir auch gut was. Und dann kann man nämlich hier auch noch Sachen nochmal upgraden. Ne, noch nicht, also muss man noch ein bisschen was machen. Aber hier, Journal. Genau, die Lebendproben müssen wir nämlich noch machen. Lebendproben und 50 Meter tief fallen. Und dann wären wir nämlich Level 2 und dann kann man nämlich Haufen Sachen upgraden. Hier haben wir noch was gekriegt. Genau, eine Alien-Forschung haben wir gefunden. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Mach's gut.